Like-Button. Danke dir. So, und dann werde ich gleich loslegen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Shift Up Livestream. Das ist der zweite Livestream letzte Woche mit Armin Risi. Da ging es schwerpunktmäßig um Michael Jackson. Die Aufzeichnung existiert davon. Heute geht es um ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Thema, was meiner Meinung nach viel, viel mehr Öffentlichkeit verdient. Dieses Thema spielt eine sehr große Rolle in vielen Bereichen. Nur bei dem normalen Bürger ist es kaum angekommen. Transhumanismus in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Vielleicht hast du dir dieses Video schon angeschaut, was wir dieses Wochenende veröffentlicht haben im Shift-Up-Kongress. Eine Podiumsdiskussion von Armin Risi, der Jeanette und der Nadine Reuter, die ich heute im Livestream begrüßen darf. Moderiert war diese Podiumsdiskussion von Thomas Schmelzer und aufgezeichnet auf den Wohlfühltagen in Luzern, einer wunderbaren Messe, von meinem Geschäftspartner Marco Rossi. Bevor wir gleich loslegen, möchte ich sagen, dieses Video hier wird auch aufgezeichnet. Es dient vor allem darum, Fragen zu beantworten, die du mit diesem Thema Transhumanismus, neuer Mensch in Anführungsstrichen, Multidimensionalität hast. Denn für mich und auch für Nadine Reuter ist das eins, der Multidimensionalität, die mehrstufige Kosmos und das, was gerade hier auf der Erde passiert, eine sogenannte Evolution zur Technik. Ich werde jetzt erstmal die Nadine begrüßen und dir noch sagen, bitte stell gerne jetzt schon deine Fragen im Chat und moderiert wird der Chat von Marco Rossi und von Udo Grube. Danke euch sehr, dass ihr dabei seid. Hallo, liebe Nadine, schön, dass du da bist. Danke dir. Zuschauerinnen und Zuschauer die nächste Stunde verbringen darf. Vielen Dank zu diesem wichtigen Thema. Ja, es scheint zu funktionieren. Bitte schreib noch mal ganz kurz, wo du gerade zuschaust, woher du bist und ob der Ton funktioniert, ob alles gut ist. Den kurzen Test brauchen wir. Markus, wir haben schon gestartet. Vielleicht solltest du einfach noch mal einen Refresh machen. Funktioniert das bei allen? Super. Danke. Schön. Was ist Transhumanismus? Ich werde da jetzt keinen Vortrag drüber halten. Trotzdem ist es wichtig, das zu wissen. Schau dir unbedingt die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion an. Die ist unter shift-up.online noch heute Abend bis morgen zu sehen. Dauert ungefähr 110 Minuten. Lohnt sich sehr. Darauf aufbauend ist es so, dass einige der größten Vordenker seit Jahren daran arbeiten, seit Jahrzehnten, dass der Mensch in ein neues digitales Zeitalter überführt wird. Transhumanismus nach dem normalen Humanismus, das heißt, du als Mensch hast ausgedient, so zumindest die Sichtweise dieser Menschen, die das vorantreiben. Und das sind nicht irgendwelche Spinner oder irgendwelche Phantasten, sondern das sind sehr, sehr einflussreiche Techniker, Wissenschaftler, Vordenker. Einer davon, den kennst du sicher, ist Elon Musk, der Begründer von Tesla, die Tesla-Autos, der auch SpaceX, eine der erfolgreichsten privaten Weltraumfirmen, leitet, die Raketen konstruiert haben, die tatsächlich mit Satelliten in den Weltraum starten können und wieder zurückfliegen und dann auf einer schwimmenden Plattform landen können. Also das ist eine technische Meisterleistung, genauso wie die Elektroautos, zumindest aus der Sicht der normalen Technologie. Elon Musk hat mal gesagt, die künstliche Intelligenz, die eine Voraussetzung ist oder zumindest ein wichtiger Baustein im Transhumanismus, ist viel gefährlicher als die Atombombe. Viel gefährlicher. Es gibt einen tollen YouTube-Clip dazu, wo er in einer Podiumsdiskussion ausführlich darüber berichtet, was künstliche Intelligenz bedeutet, was sie kann und tut und warum sie so gefährlich ist.
Man könnte jetzt sagen, okay, wenn er weiß, dass sie so gefährlich ist, warum macht das dann selber? Denn er ist einer der Hauptentwickler der künstlichen Intelligenz, der weiß, wovon er spricht. Man kann jetzt sagen, na klar, die Autos müssen in Zukunft wissen, wie sollen sie fahren, wie sollen sie Unfälle verhindern und so weiter und so fort. Aber da steckt mehr dahinter. Und das möchte ich dir jetzt kurz vorlesen. Und zwar hat er eine Firma gegründet, die fast niemand kennt. Diese Firma heißt Neuralink. Musst du dir unbedingt anschauen. Neura, ja, also Neuronen, und Link, also eine Verlinkung des Gehirnes mit einer Technologie. In dem Fall ist das ein Gitternetz, was sie entwickeln, welches sie irgendwann mal ins Gehirn pflanzen wollen. Diese Firma gibt es schon lange und sie wird mit vielen hunderten Millionen gepusht. Und das wahnsinnig viele Wissenschaftler dabei. Also da geht es richtig zur Sache. Und er sagte damals, ich habe Neuralink gegründet, um das existenzielle Risiko für Menschen, das von künstlicher Intelligenz ausgeht, abzufedern. Wir werden nicht in der Lage sein, die künstliche Intelligenz zu übertreffen. Und kannst du sie nicht besiegen, schließe dich ihnen an. Das verlängert die Relevanz der Menschheit. Wenn du dir diesen Satz mal genau reinführst, dann siehst du, wow, er sagt also, die künstliche Intelligenz wird uns alle überrollen. Sie ist viel relevanter als die Menschheit. Ja, also das sind die schlimmsten Science-Fiction-Filme, die du dir vorstellen kannst. Und wenn du sie nicht bekämpfen kannst, was wohl so ist, musst du dich ihr anschließen. Das heißt, du musst selber fähig sein, mit deinem Gehirn, mit deinen Sinnen all das zu können oder einiges zu können, was Computer, Roboter, all diese Kombinationen kann. Und da sind wir beim Transhumanismus. Das heißt, diese Menschen, und da gehören noch viele andere dazu, Kurzweil ist ein ganz wichtiger Verfechter, der übrigens auch nicht irgendjemand ist, sondern der Entwicklungschef von Google und der viele der US-Präsidenten in Technologiefragen beraten hat. Es gibt einen wunderbaren Filmtipp gleich zu Anfang, bevor ich nachher weiter einsteige, den ich dir geben kann. Und das heißt, der heißt Black and Bray. Also Black von reinstecken und beten. Black and Bray, also ein echter Filmtipp zum Thema künstliche Intelligenz. Jetzt ist es so, all diese Wissenschaftler, Forscher, die Milliardenbeträge ausgeben, um das Wirklichkeit werden zu lassen, sagen, du musst dir das Ding reinpflanzen, du musst dich aufpimpen, du musst Devices in dich hineinschieben, Chips, gerade haben wir die große Chip-Diskussion, damit du überhaupt mithalten kannst. Ich bin da anderer Meinung und mein Gast auch. So, was siehst du das Thema denn, liebe Nadine? Also vielen Dank mal für diese schöne Einführung. Du hast schon ganz, ganz viel Wichtiges gesagt. Das Thema interessiert mich sehr, weil Digitalisierung gab es ja schon immer. Und es geht ja darum, den menschlichen Geist nachzuahmen. Und das Problem an dieser Sache ist einfach, dass nicht die Digitalisierung, die Digitalisierung ist entstanden durch digitales Denken. Also das bedeutet, weil wir Menschen immer schneller werden möchten, immer strukturierter, dann immer kontrollierter, wir dürfen uns keine Fehler mehr erlauben und so weiter, aber das wird uns natürlich auch von der Gesellschaft so eingegeben. Und so versuchen wir immer mehr mit dem Computer mitzuhalten. Und wie wir das jetzt so schön gehört haben von dir, Leander, ist das fast nicht möglich, dass unser Gehirn mit dem Computer mithalten kann. Doch wir haben verschiedene Fähigkeiten, die ein Computer eben nicht hat. Und das sind menschliche Gefühle, wie Barmherzigkeit, Mitgefühl, Kreativität und so weiter. Und die Vertreter dieser Digitalisierung, die versuchen uns natürlich mitzuteilen oder zu verkaufen, sage ich jetzt mal, dass wir nur Vorteile haben durch die Digitalisierung und dass wir durch die Digitalisierung immer freier werden, eben immer produktiver, immer erfolgreicher.
Doch es gibt eben auch eine andere Seite. Und die andere Seite ist, dass wir immer abhängiger werden von diesen Computern und eben eher Fähigkeiten dann vernachlässigen. Und es geht nicht darum, das eine gegen das andere zu stellen, sondern was mir ein Anliegen ist, dass jeder von uns einfach gut prüft, auch vom Herzen prüft, welche Digitalisierung ist wirklich fördernd für den Menschen und für die Welt und welche Digitalisierung führt uns immer mehr in die Abhängigkeit. Und interessant ist ja, dass Milliarden von Beträgen in Digitalisierung investiert wird, die eher den Menschen abhängig machen. Also da gibt es jetzt ganz viele Beispiele, die ich bringen, erzählen könnte. Und schön wäre es einfach, wenn Digitalisierung wirklich für die Welt eingesetzt wird. Also ökonomisch, nachhaltig und nicht, um immer mehr Rohstoff aus dieser Erde zu holen, den Menschen so quasi zu ersetzen durch künstliche Intelligenz und so weiter. Und da sind wir einfach auf einer Gratwanderung. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, deshalb finde ich dieses Thema so wichtig, ist es entscheidend, wie wir denken und fühlen, weil das wird die nächsten 20, 30 Jahre prägen. Und wir sind jetzt dafür auch verantwortlich, jeder von uns, in welche Richtung diese Erde sich entwickeln wird. Liebe Nadine Reuter, ich muss dich noch vorstellen. Ich bin gleich ins Thema reingesprungen. Nadine Reuter, wir haben es gerade festgestellt, ist einen Tag jünger als ich. Also wir sind ganz, ganz nah beieinander geboren. 76er Jahrgang. Sie ist mediale Beraterin aus der Schweiz. Das schon seit frühester Erwachsenenalter, seit dem frühesten Erwachsenenalter an. Und ist sehr, sehr sensitiv. Und das ist die große Chance, dass wir alle sehr, sehr sensitiv werden. Da kommen wir aber nachher noch zu. Und sie macht Heilarbeit. Und da treffen sich auch unsere Interessensgebiete. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor, Leander Merlin von Kraft. Ich interessiere mich seit sehr, sehr langer Zeit für Technologie. Also ich bin nicht technologiefeindlich, sondern ich nutze immer Hightech. Ich stehe auf Hightech. Ich bin da auch in gewisser Weise ein Nerd. Aber habe auch immer die andere Seite gesehen, immer die Gefahr erkannt, die Strahlung und all das selber gespürt, bin reingegangen. Und ich beschäftige mich sehr viel mit Dystopien, also mit Zukunftsprognosen und Dingen, wie die Technologie in unser Leben eingreifen kann und wird, unter anderem Transhumanismus. Das heißt, wenn du jetzt Fragen hast, die technisch eher sind oder auch eher um Zukunftsbilder, dann stell sie mir gerne. Und wenn deine Fragen dahin gehen, wie wir da aussteigen können, wie wir selber entwickeln, weil das ist die einzige Chance, die wir haben, dann stell sie gerne an die Nadine Reuter. Gehen wir jetzt gleich mal weiter. Eine Frage war, beziehungsweise eine Botschaft im Chat, die künstliche Intelligenz macht mich nicht jünger und schöner und kann mir die unsterbliche Seele nicht beweisen, im Sinne des Lebens nicht sagen und die Angst vor dem Tod nicht nehmen. Lieber Werner, da muss ich dir leider insofern widersprechen, als dass all diese Verfechter, diese sehr einflussreichen, sehr, sehr wohlhabenden Verfechter dieser künstlichen Intelligenz glauben, dass sie uns ein unbeendetes Leben geben können, also ein Leben, was niemals aufhört. Sie sind dabei, Nanobots zu entwickeln, winzig kleine Teile, die man ins Blut spritzt, die automatisch die Prozesse des Körpers verändern. Also wir werden mehr zu einer Maschine oder der das möchte. Und das kann durchaus sein, dass wir Lebewesen auf der Erde haben werden in kurzer Zeit, also ich rede hier von Zeiträumen von 20, 30 Jahren, die ewig leben können. Das ist nicht der seelische Aspekt, ja, da kommen wir nachher gleich noch drauf, aber rein physisch wird es wahrscheinlich irgendwann möglich sein. Und je mehr wir Roboter werden oder je mehr Roboter werden, je langlebiger ist. Und darum geht es ja auch gerade. Diese Menschen, sage ich jetzt mal, die das vorantreiben, glauben daran,
Sie spielen Gott. Sie sind meistens absolute Atheisten. Sie sagen, ich als Mensch, wenn ich das erzeugen kann, dann bin ich ein Gott. Ja, dann habe ich die Möglichkeit, darüber zu bestimmen, wie lange ich lebe. Ja, deswegen auch die Verjüngung und all das ist eines der erklärten Ziele und die Entwicklungen sind sehr, sehr schnell. Die andere Seite aber, die du wahrscheinlich sowieso auch meintest und angesprochen hast, ist die Seele nicht beweisen. Und da jetzt die Frage, da steigen wir in den multidimensionalen Kosmos an. Nadine, du hast ja viel Heilarbeit gemacht und du kommst immer wieder an Punkte, wo Menschen Gott spielen wollten. Was passiert da oder was ist mit der Seele? Gibt es da eine Unendlichkeit in einem Körper? Ist das möglich? Was mir einfach auffällt, ist, dass es ja immer darum geht, dass alles sehr einfach und schnell gehen soll. Und es ist natürlich anstrengender, auf gute Ernährung zu achten, sich zu bewegen, sich multidimensional weiterzuentwickeln. Und diese Vertreter dieser Digitalisierung, die versuchen uns natürlich immer eine super Lösung zu finden. Also du bekommst deinen Chip und du hast deine ganzen Probleme geregelt. Und dann haben wir das Gefühl, ja, das ist der Weg in die Freiheit und verlassen eben unseren natürlichen Zustand. Und was mein Weg ist oder was ich gelernt habe, ist, dass in der Natur und überall in den multidimensionalen Welten sind diese Informationen alle vorhanden und in einer viel komprimierteren Form, wie das ein Computer das überhaupt ermöglichen könnte. Also zum Beispiel, also ich möchte da ein Beispiel bringen aus meiner Kindheit. Ich kann ja die Energiefelder der Pflanzen, der Tiere, der Menschen sehen, der Steine und so weiter. Und ich habe viel die Pflanzen beobachtet. Und wenn ich tiefer hineinschaue, dann sehe ich, dass die Pflanzen wie ein Energienetz haben, also wie ein Raster, das in sich perfekt ist. Und wenn ich zum Beispiel hingefallen bin als Kind oder so, dann habe ich mich eingeklinkt in diese Pflanze, in das Energiefeld der Pflanze und habe mich mit dem Herzen verbunden. Und über die Herzverbindung ging wie so ein Code auf oder wie ein Schlüssel. Also das Sehen ist das eine, aber über das Fühlen entsteht die Verbindung. Das ist wie der Schlüssel zu diesem Code, zu diesem Netz. Und dann habe ich dieses Netz zum Beispiel genommen und auf die Wunde gelegt, auf das Knie zum Beispiel. Und dann hat dieses Energiefeld dieser Pflanze hat sich integriert mit meinem Energiefeld meines Körpers und so hat sich diese Wunde sehr schnell regeneriert. Aber weil ja viele Menschen vergessen haben, dass sie ja lichtvolle Wesen sind in einem materiellen Körper und es wird ja auch alles getan, um uns das abzutrainieren, eben dass man uns instrumentalisieren kann, weil wenn jeder Mensch seiner Größe bewusst wäre, dann wären viele Dinge gar nicht möglich. Und das heißt aber auch, es geht darum, dass wir uns erinnern an diese Fähigkeiten, eben dass wir diese Möglichkeiten haben. Und dazu braucht es Gottverbindung. Und das meine ich jetzt nicht mit Religion, sondern dass jeder Mensch wieder eine individuelle Verbindung zu der göttlichen Kraft aufbaut, zu seiner Seele, zu seinem Herzen. Weil im Herzen, da sind Welten, die wir mit dem Verstand gar nicht erfassen können. Und da haben wir so viele Möglichkeiten. Oder wir können zum Beispiel uns in energetisierte Flüssigkeit legen, die uns von der geistigen Welt gezeigt wird. Und innerhalb von Minuten können sich unsere Zellen mit Licht auffüllen und wir können uns wieder regenerieren. Und dazu möchte ich auch sagen, ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte in der Kindheit viele Allergien. Es gab viele Momente, die nicht immer einfach waren im Verlauf meines Lebens. Und ich bin so dankbar, was ich für Erfahrungen gemacht habe mit der geistigen Welt, wie ich spüre einfach nur Dankbarkeit, wie das möglich ist, sich
durch dieses Wissen einfach wirklich innerhalb von kurzer Zeit wieder zu regenerieren. Das heißt aber nicht, dass es die Medizin nicht braucht. Also es geht ja darum, dass wir einfach verschiedene Bereiche nutzen und nicht einfach die Macht abgeben dieser Digitalisierung, und, sondern dass wir auch in die Selbstermächtigung gehen, dass wir uns erinnern, was, was da für Möglichkeiten sind. Und da würde ich mir wünschen, wenn die Menschen einfach sich wieder mehr daran erinnern. Da möchte ich nachher noch tiefer einsteigen. Als erstes möchte ich noch was ganz Wichtiges voraussetzen. Und zwar, es zeigt sich immer wieder, in dem Moment, wo wir eine Technologie einsetzen, verlernen wir diese Eigenschaft in uns. Das ganz klassisch die Brille, wenn ich eine Brille trage, nichts gegen Brillen. Ich sage nur, dass es einfach eine Sache ist, die man immer bedenken darf. Dann werde ich nicht wieder gut lernen, sehen lernen. Es gibt zum Beispiel auch Trainer, wo man wirklich immer wieder trainiert und die mitunter gute Erfolge haben können. Aber dann musst du die Brille weglegen. Krasser noch, Navigationssysteme. Früher konnten wir alle Karten lesen, wir konnten uns navigieren. Wenn ich jetzt Auto fahre und mich aufs Navi verlasse, dann habe ich ein echtes Problem, überhaupt wahrzunehmen, wo sind welche markanten Punkte? Ich verlerne das. Ein krasses Beispiel davon will ich dir bringen. Ich habe in Berlin gelebt und ein Arbeitskollege von mir hat dort aufgewachsen und der wusste tatsächlich nachher nur noch aus dem Navi, wie er von einem Ort zum anderen kommt, in seiner eigenen Heimatstadt. Ich habe mir damals keines Navi immer ausgemacht, damit ich mich verfahre, damit ich weiß, ah, hier war das Haus und hier sah das so aus, die Straße, und so habe ich die Stadt sehr gut kennengelernt. Das heißt, bei all dem Segen ist es eigentlich nur ein Fake-Segen. Denn in Wirklichkeit verlernen wir diese Fähigkeiten komplett. Und das gilt leider für alle Technologien, Smartphones, Handys. Wir sind intuitive Wesen, wenn man den Aborigines zuhört. Wir können alle telepathisch miteinander kommunizieren. Okay, jetzt sagst du, wir könnten, ich kann es nicht. Doch, du könntest das. Du musst es üben und es ist vielleicht echt nicht einfach und es dauert Monate oder Jahre. Aber du könntest das. Und wir bräuchten gar keine Smartphones. Wir könnten tatsächlich über unseren Geist miteinander telefonieren. Und mit dem Transhumanismus, mit dieser künstlichen Intelligenz, wir sind sowieso in einem hypermultidimensionalen Raum. Das heißt, wir sind alle miteinander verbunden. Wir können alles mitkriegen, was alle denken, fühlen und tun. Jeder hat diese Fähigkeit, diesen Außenkörper. Wenn wir uns jetzt was einpflanzen lassen, und davon rate ich sehr ab, dann sorgst du dafür, dass du das vielleicht zumindest so lange, wie du in dieser Existenz bist, nicht mehr lernen wirst. Ja? Und deswegen halte ich diese Sachen für höchst gefährlich. Und auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir werden damit konfrontiert werden. Es werden einfach Menschen da draußen auf der Straße an dir vorbeigehen, und das ist keine Zukunft, die erst in 50, 70 Jahren sein, sondern früher, wo du nicht weißt, hat der jetzt einen Chip drin, das gibt es in Schweden ja schon, hat der sogar vielleicht irgendwann ein Interface, sieht dich automatisch, erkennt dich, weiß, wer du bist, hat deine Homepage schon im Vorbeigehen gesehen, guckt euch eine Arte-Dokumentation dazu an, was gerade in China mit der künstlichen Intelligenz geschieht, es ist unglaublich. Und dann gibt es noch ein Thema, was dazugehört, und das ist der schlaue Dust, also der Smart Dust, ja? Der schlaue Staub, aus Smart Dust. Und das ist eine ziemlich krasse Geschichte, weil die Kombination künstliche Intelligenz alleine, okay, beherrschbar, sage ich jetzt mal. Wobei, wenn du willst, kann ich dir da ein paar Beispiele bringen, die schon gruselig sind. Zweite Thema, Robotik. Okay, wenn du trotzdem, dritte, Digitalisierung, vierte, Smart Dust. Smart Dust bedeutet, es sind Mikrochips, die sind so klein, die sind etwas dünner als ein Haar und winzig klein. Und
Sie sind kleine Computer und sie sind sehr günstig zu produzieren. Die kann man einfach raussprühen in die Natur überall. Man könnte sie in den Wald sprühen und den Wald überwachen. Man kann sie überall und die kommunizieren miteinander. Und jetzt die Kombination dieser vier Felder, wobei es noch mehr Felder gibt, Bionic und so weiter, das ist wirklich Science-Fiction pur und gruselig. Und man kann, wenn man will, in die Angst gehen, man kann aber auch, wenn man weiß, dass wir multidimensionale Wesen sind, und da frage ich dich jetzt dazu, was ist ein multidimensionales Wesen, Nadine? Also ein multidimensionales Wesen, das bedeutet, dass wir auf verschiedenen Ebenen existent sind. Und wenn du diese Dinge erzählst, ja, das gibt es, nur wir haben in anderen multidimensionalen Welten, wo wir auch zu Hause sind, haben wir auch solchen Staub. Also wir haben auch Sternstaub, Feenstaub und so weiter. Also es gibt da x verschiedene andere Dinge, die wir genauso nutzen können, wenn wir den Zugang haben zu diesen Welten. Und zum Beispiel so arbeite ich auch. Also wenn jemand zu mir kommt, dann öffne ich mich diesen multidimensionalen Welten und schaue, welche Werkzeuge gerade nötig sind für diesen Menschen oder auch für mein eigenes Leben. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Raum bin, wo ich spüre, da hat es keine gute Luft, statt in die Opferrolle zu gehen oder in die Angst, hole ich einfach oder ich öffne mich einfach und lasse Licht einfließen arbeite mit Elementen, mit Luft, die zum Beispiel den Raum zirkulieren. Und viele Menschen, die das noch nie gemacht haben oder diese oder sagen jetzt oder denken vielleicht, das ist Einbildung oder das ist nicht möglich. Es ist eine gewisse Bildung, die nicht da ist in diesem Bereich. Oder wenn mich jemand fragt, wie muss ich irgendwie etwas zusammenbauen, wo ich keine Ahnung habe, dann sage ich auch, ich kann das nicht, mach's doch du lieber, oder? Und so ist es auch mit der geistigen Wahrnehmung. Also die Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so den Zugang dazu haben, wir alle haben ihn, aber es ist wichtig, dass wir bereit sind, uns auch zu öffnen, dass wir diese Felder überhaupt wahrnehmen können. Und dreidimensionale Welt ist, dass wir immer das Gefühl haben, wir sind da, dann gehen wir dahin, dann sterben wir, dann kommen wir wieder. Und multidimensionale Welt bedeutet, dass wir auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig existent sind. Also das bedeutet, ein Teil von uns ist in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt, vielleicht 3050 inkarniert, einer 1830, einer in feinstofflichen Dimensionen. Und ich habe das als Kind schon so wahrgenommen, weil wenn ich mich mit der Pflanze verbunden habe, habe ich gespürt, ja, ich bin auch die Pflanze. Oder mit den Tieren oder mit dem Wasser. Ich habe diese Trennung nicht wahrgenommen und deshalb war es für mich schon in der Kindheit ein ganz natürlicher Bewusstseinszustand, aus diesen Quellen zu schöpfen. Und auch nicht alle Menschen haben die gleichen Verbindungen. Und dass wir aber diese Verbindungen spüren, müssen wir zuerst einmal durchschauen, dass es eben Energien gibt, die diese Verbindung blockieren. Und das ist eben Elektrosmog, das ist diese ganze Programmierung, die wir uns antun seit Kindheit oder wir übernehmen Denken, was die Medien sagen, was die Familienmitglieder sagen, was Freunde sagen, haben zum Teil fördern gar nicht unsere eigenen Empfindungen, sondern übernehmen einfach irgendwelche Meinungen. Und das prägt unser ganzes Bewusstsein. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo es darum geht, eigentlich wieder ein Neustart zu machen, dass wir dass wir alles, was wir gelernt haben an Informationen, einfach auch mal runterfahren und wie neu und offen und vom Herz her schauen, was die Welt da noch alles für Geschenke für uns hat. Weil wenn wir vom Bewusstsein uns immer in der gleichen Matrix drehen, dann gibt es nichts Neues. Und jetzt geht es darum, ja, sich zu öffnen und eben Bewusstseinserweiterung bedeutet, in diese multidimensionalen Welten immer mehr einzusteigen. Das ist eben das, worauf ich auch hinaus wollte. Ich wollte bestimmt keine Angst machen, sondern im Gegenteil, wir werden gezwungen, wieder mehr wir selber zu sein. Ja. Denn sonst fallen wir aus dem Raster. Und was mir auch wichtig ist,
wenn wir nicht wissen, was da auf uns zukommt, und da hat jemand geschrieben, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube schon, dass es passiert. Ich glaube, es werden Menschen und andere Wesen da draußen unterwegs sein, die werden halb Cyborg, halb Mensch sein oder voll Cyborg. Und du wirst es zumindest mit deinem normalen Auge nicht gleich erkennen. Aber wenn du geschult bist in Hellsichtigkeit, wenn du Auren sehen kannst, dann wirst du sofort erkennen, ups, der hat jetzt gerade ein Interface eingebaut, der funkt auf anderen Frequenzen oder der ist ein völliger Cyborg. So, das heißt, wir sind jetzt aufgefordert, uns wirklich diesen Hellsinnen zuzuwenden und sie zu lernen. Weil wenn wir es nicht machen, dann haben wir ein großes Problem. Und mir ist das Thema Transhumanismus auch deswegen so wichtig, weil wenn du dir jetzt schon das vorstellst, und da kommen wir gleich zu, dass es sowieso schon ganz lange alles gibt, gell, Nadine, auf anderen Ebenen, dann ist es für dich leichter, wenn es Alltag geworden ist, und zwar sichtbarer 3D-Alltag. Ja? Weil wir sehen gerade an der Krise, die wir gerade haben, die meisten Menschen sind völlig unvorbereitet. Und dann kommen sie in Panik und in all diese Dinge. Wenn du vorher schon sich mit solchen Themen beschäftigt hast, schon vorher gesehen hast und eine Anbindung hast ans Göttliche, an dein höheres Selbst, dann ist das nicht so schlimm. Dann kannst du damit besser agieren. Aber es ist wie bei den Indianern, erstmal muss es in deinem normalen Raum als normal oder als existent da sein. Erst dann kannst du damit auch handeln, ohne in eine Angststarre zu kommen. Nehmen wir mal an, es wird jetzt hier gleich hinter mir ein Alien reinlaufen. Wenn ich überhaupt keine Ahnung hätte, dass es Aliens gibt, dann würde ich, glaube ich, einen Herzinfarkt kriegen. Ja? Und wenn ich aber weiß, es gibt sie oder ich hatte schon Kontakt, vielleicht auf anderen Ebenen damit, dann würde ich durchaus nicht sagen, komm rein, nimm dir einen Kaffee, aber ich würde nicht einen Kopf verlieren, ich würde nicht in Panik und werde keine Herzattacke. Und so ist es für mich mit Transhumanismus auch. Das Ding wird in einer riesen Agenda nach vorne gebracht, in einen Wahnsinnsapparat. Da steckt nicht nur Google dahinter und andere riesige Firmen, die größten Firmen der Welt, um es mal so zu sagen, die arbeiten da zusammen. Auch die Mobilfunkindustrie und das Militär und der Deep State. So, das ist ein Faktum. Und trotzdem werden wir eine andere Welt kreieren, die das als Anbindung hat, was Nadine gerade gesagt hat. Und jetzt, Nadine, würde ich dich gerne fragen, all diese transhumanistischen Geschichten, die gibt es ja auf feinstofflichen Ebenen sowieso schon lange. Mit denen hast du und ich sowieso schon lange zu tun, oder? Ja, und ich finde deshalb dieses Gespräch sehr schön, weil es geht ja darum, um Bewusstwerdung, dass wir gewisse Dinge ansprechen, weil alles, was gesagt worden ist von Leander oder jetzt auch von mir, das ist existent, das ist so. Und wichtig ist, dass wir diese Dinge anfangen zu durchschauen, ohne uns direkt damit zu identifizieren oder uns darin zu verlieren. Sondern wir können uns das so vorstellen, das sind einfach wie verschiedene Monitore und wir schauen uns diese verschiedenen Bereiche an, ohne direkt in diesen Film einzusteigen. Aber wir sind in einer Zeit, wo wir hinschauen müssen, weil wir genau nicht hingeschaut haben, passiert überhaupt diese Instrumentalisation. Oder? Und das ist ja das Problem. Also irgendjemand gibt irgendeine Info raus, alle Menschen kommen in Panik. Und diese Zeit, wo wir jetzt sind, ermöglicht uns eben in mehr Bewusstsein zu kommen und alles, was passiert, multidimensionaler zu betrachten. Also multidimensional bedeutet auch, es gibt ein Thema, das ist wie ein Kuchen und meistens schauen wir nur ein Stück an. Oder das, was die Massen anschaut, was uns vermittelt wird und so, das übernehmen wir und diesen Fokus nehmen wir dann ein, so diesen Tunnelblick. Und in diesem Bereich kann man mit uns machen, was man will. Und das heißt aber nicht, dass dieser Bereich nicht stimmt, aber es gibt viele andere Bereiche, die eben genauso existent sind. Und das ist wichtig. Und erst wenn der Mensch multidimensionaler wahrnimmt, kann überhaupt diese Welt sich verändern. Und viele Dinge, die jetzt im Untergrund geschehen, werden durch das immer mehr an die Oberfläche kommen. Weil
viele Menschen werden in den nächsten Monaten erkennen, dass so vieles auf dieser Erde einfach, das ist einfach fake, oder? Das ist einfach, wir leben in einer Traumfabrik, oder? Und wenn wir das erkennen, dann fängt Bewusstseinswandel an. Und was die Krönung, also Corona heißt ja auch Krönung, oder? Auf Spanisch. Und die Krönung ist, dass wir das, was dann immer sichtbarer wird, eben nicht bekämpfen und nicht in die Angst fallen, sondern diese Bereiche mit Licht anstrahlen und in die Versöhnung kommen durch all diese Dinge, die passiert sind auf dieser Erde. Und weil das ist wichtig, dass wir nicht in die Verurteilung gehen. Das heißt aber nicht, dass wir das gutheißen, was passiert, aber dass wir nicht in die Verurteilung gehen, weil diese Menschen wussten es vielleicht auch nicht besser oder wurden eben manipuliert von Welten, die eben aus der Ganzheit gefallen sind. Das ist das, was Leander auch ansprechen möchte, weil diese Manipulation findet auf ganz anderen Ebenen statt, bis sie materialisiert wird. Die Materialisation oder das, was Leander jetzt gesagt hat, diese Materialisation, diese Cybermenschen, die gibt es jetzt schon. Oder halb Lichtwesen, halb Dunkelwesen. Aber das heißt, der Mensch im Ursprung ist ein Lichtwesen, aber durch diese Fremdprogrammierung kommt er immer weiter weg von seiner natürlichen Essenz. Und da ist es wichtig, dass wir hellhörig werden und eben da den gewissen Punkt nicht verpassen. Vor allem wir Menschen, wir haben schon noch tausende von Jahren Zeit, um uns immer wieder zu entwickeln und immer wieder inkarnieren oder was auch immer. Aber die Erde hat nicht mehr so lange Zeit. Ich habe das Gefühl, die Erde hat vielleicht noch ein paar hundert Jahre Zeit, sage ich jetzt mal, aber da bin ich eigentlich schon sehr optimistisch, wenn man die Wissenschaft hört. Und deshalb, wir sind gezwungen, umzudenken und dass wir eben Energie wieder aus dem Göttlichen nehmen, aus der Liebe, aus dem Energiefeld, Licht, ja, die Energie aus dem Licht holen und nicht aus Rohstoff oder aus dem Ego oder aus Erfolg und immer besser, immer schneller und aus diesen Dingen, weil das ist Illusion und das führt uns schlussendlich immer mehr weg von uns selber. Man könnte es sozusagen, was da passiert, und deswegen ist es wichtig, meiner Meinung nach, sich damit auseinanderzusetzen, als einen der größten Arschtritte zu uns selber zurückzufinden. Ja? Also Elon Musk sagt zum Beispiel, er hält die Transformation des Menschen zur Menschmaschine als für überlebenswichtig. Er will nicht als Hauskatze für gottgleiche Roboter enden. Okay, als Hauskatze gottgleicher Roboter enden. Er will lieber selbst gottgleich werden. Und was das zeigt, ist, dass solche Menschen wie Elon Musk und auch viele, viele andere, die ihre Anbindung an Mutter Erde und an den Kosmos im Moment verloren haben. Denn wenn du dich reduzierst auf das, was dein Körper ist, dann ist es ein Riesenproblem. Wenn du aber siehst, dass du das gar nicht bist, wenn du es wahrnimmst, wenn du in Verbindung gehst mit dem Akasha-Feld, mit allem, was ist, und wahrnimmst, dass du unsterblich bist, wirklich unsterblich, deine Seele, und aus diesem Aspekt, dann ist es für dich ein Katzentheater, wo ich jetzt gerade bei der Katze bin, dann merkst du, okay, das kann mir nichts anhaben, das ist wie ein Computerspiel. Es verändert sich die 3D-Welt da draußen, die wird im Prinzip wie eine Art Computerspiel. Da sind wir auch wieder in der Matrix. Und natürlich ist es nicht ohne, damit zu hausieren. Aber was ich jetzt nochmal mit Multidimensionalität sagen will, wenn wir davon ausgehen, und im Schamanischen erlebt man das oft in Sitzungen, dass wir alle möglichen Energien gleichzeitig sein können, in allen Welten gleichzeitig existieren können, dort, wo unser Bewusstsein gerade ist, dann sind wir auch in feinstofflichen Regionen, in denen genau diese technologiefanatischen Systeme, vielleicht kennt jemand Raumschiff Enterprise, ich war ein Fan davon, da gab es die Borg. Die Borg
das war ein Technologie-Raumschiff, was alles assimiliert hat, was sie konnten. Und sie haben dann die Menschen auch versucht zu fangen und denen irgendwie Maschinen, also Transhumanisten draus zu machen. Die Stärke an den Borgs war wieder das Kollektiv. Die waren ein Kollektiv. Das heißt, was der eine Borg an der einen Seite des Universums gefühlt, gedacht, soweit man fühlen, reden kann, hat alle Borgs gleichzeitig im ganzen Universum wahrgenommen. Und das ist kein Science-Fiction, das ist Realität. Und dieselbe Realität existiert aber im Herzen und in der Natur und in dem, was wir wirklich sind. Und ist ungleich stärker. Aber wir sind aufgefordert, so wenig wie möglich uns in diese Technologiewelt zu begeben, beziehungsweise von ihr irgendwie sie als wichtig überhöht anzunehmen. Wie siehst du das? Ja, genau. Und wie gesagt, dass wir eben uns auch anderen Bewusstseinsebenen öffnen. Zum Beispiel, dass wir auch erkennen, dass wir eine geistige Familie haben, dass wir nicht alleine sind auf dieser Erde, also dass wir ja auch eine geistige Herkunft haben. Und wenn wir uns der Intuition öffnen und immer mehr uns lösen von Dingen, die uns von der Intuition trennen, dann bekommen wir von den geistigen Welten so viele schöne Werkzeuge, die wir hier wirklich anwenden können. Also zum Beispiel ganz einfache Alltagsgeschichten. Ich war zum Beispiel ein Kind, ich konnte mich nicht gut konzentrieren. Also auch heute noch, ich kann eine gewisse Zeit, kann ich mich konzentrieren, und weil ich sehr vernetzt denke, sehr multidimensional. Und da hat mir die geistige Welt zum Beispiel ganz viele schöne Möglichkeiten gegeben, die ich anwende, die mir ermöglichen, mich zu konzentrieren. Und so ist es mit vielen anderen Sachen. Also, oder wir, so schnell greifen wir zu einem Medikament oder eben zu einem, oder wenn wir nicht rechnen, es ist Anstrengung, wir nehmen den Taschenrechner. Also das sind jetzt so ganz so banale Dinge. Aber dieses Einfache zeigt sich ja dann in den höheren Ebenen, oder? Und also in diesen, oder alles, was im Mikrokosmos ist, ist ja auch im Makrokosmos. Und das heißt, wenn wir da uns einfach auch Hilfe holen von der geistigen Welt, dann werden wir erstaunt sein, wie viel das möglich ist. Und wenn wir dies wieder erkennen, dann ist die Digitalisierung nicht mehr negativ, sondern dann können wir sie wirklich positiv einsetzen und werden eben nicht abhängig davon. Aber wenn wir einfach alles abgeben und uns ständig klein machen und uns nicht bewusst sind, wer wir sind, dann kann das in eine sehr gefährliche Richtung gehen. Obwohl, wenn ich tief in mein Herz spüre, habe ich das Gefühl, dass die Menschheit jetzt ja am Aufwachen ist. Also auch dieses ganze Corona-Ding ist ja eine schöne Möglichkeit, einfach auch mal zurückzukommen und sich bewusster zu werden. Und ich vertraue schon, dass die Menschen sich immer mehr erinnern. Und weil wir sind ja auch aus dem Kali-Yuga draußen oder aus diesen 5000 Jahren Spaltung sind wir draußen. Also die Menschheit entwickelt sich in eine Einheit zurück. Aber das braucht natürlich Zeit, und das macht nicht so und dann ist alles gut, sondern das bedeutet, wir müssen zuerst mal durch verschiedene Ebenen hindurch, die nicht einfach werden für viele Menschen, weil sie werden erkennen, wie viel eben ganz anders ist, als dass sie geglaubt haben. Und dann dort nicht in die Verletzung zu fallen, sondern in die Versöhnung und dann aus dieser Stärke heraus sich weiterzuentwickeln. Und das ist der Weg in eine ganz andere Welt und andere Zukunft. Und das heißt, auch menschliche Werte werden in der Zukunft auch das wieder wichtiger, der Zusammenhalt, Beziehungen und so weiter. Ich meine, auch Beziehungen, die funktionieren ja zum Teil eben über diese ganzen Online-Plattformen. Man hat ja nicht mehr Zeit, jemanden kennenzulernen. Man datet mal schnell jemanden. Es ist eine Wegwerfgesellschaft, oder? In allen Bereichen. Also, und das wird sich jetzt verändern. Durch diese Krise wird sich das jetzt verändern. Und da freue ich mich drauf. Und ich bin überzeugt, dass es schlussendlich in eine gute Richtung geht. Aber zuerst müssen
diese alten Strukturen aufgebrochen werden. Und dieser Weg ist nicht einfach, aber absolut machbar. Das glaube ich auch. Wir haben ja den Livestream mit dem Armin gehabt, der sagte, dass wir in dieser Übergangsphase sind aus dem Kali-Yuga und das ungefähr bis 2037 gehen würde und oder wahrscheinlich geht. Und der Hauptpunkt dieses Wechsels war ungefähr 2012. Und jetzt haben wir eine Frage dazu. Und zwar, wie müssen wir einzeln und kollektiv die Übergangszeit bis 2037 nutzen, um die goldenen Prophezeiungen einzeln und kollektiv zu erreichen? Also natürlich hat da Nadine schon einiges zu gesagt. Letztendlich ist es so, wir haben immer vorher üben können. Ja? Die Zeit, die wir bisher gehabt haben, die war Übungszeit. Stell dir vor, du bist in der Ausbildung, du kannst die menschlichen Werte üben, du kannst Mitgefühl auch verzeihen, was sie gerade gesagt hat. Das heißt, wenn du jemanden siehst auf der Straße und du nimmst wahr, der hat sich jetzt ein Neurogitter ins Hirn gepflanzt und der braucht nichts mehr lernen, der kann alle Sprachen, der ist rein äußerlich vielleicht deutlich weiter, dann kannst du aber auch sehen, was es für ihn bedeutet und dann kannst du das Mitgefühl ihm gegenüber aktivieren. Und das heißt, wir können und dürfen jetzt in dieser Zeit, das ist gerade jetzt wieder mit der Maskenpflicht, ein völlig wahnsinniges Ding, ungesund. Aber wenn du in den Laden gehst, ohne Maske, dann wirst du angebrüllt, weil die Menschen sagen, aber ich trage doch auch die Maske, ich will sie gar nicht tragen. Da sehen wir schon, okay, die Motivation ist gar nicht von demjenigen gewesen, mich anzugehen, weil ich keine Maske habe, sondern er wollte selber keine Maske haben und findet das auch blödsinnig, weil es ungesund ist. Das heißt, ich kann umschalten, immer auf Mitgefühl, auf Empathie. Und da sind wir schon dabei, was Maschinen nie können. Das heißt, wirkliche, echte Empathie, wirkliche, echte Gefühle. Die Maschinen werden so gut das emulieren können. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da nochmal diesen Filmtipp, Plug and Pray, von dem Erfinder der künstlichen Intelligenz, ein Dokufilm, wo gesehen wird, was mit der Psyche passiert, wenn wir mit Robotern zu tun haben oder mit künstlicher Intelligenz und nicht bewusst sind und nicht angebunden sind. In dem Moment verfallen wir denen. Das ist wie so ein Reinsaugen. Ich bringe jetzt ganz kurz das Beispiel, weil ich das so prägnant finde. Der Mensch hat also einen sehr primitiven, künstlich intelligent war da noch nichts, aber eine Maschine entwickelt, wo die immer Antworten gegeben haben. So ein Bot von heute, würde ich sagen, aber viel schlechter. Und die Sekretärin hat sich immer mit diesem Programm unterhalten. Und irgendwann hat er gesagt, nee, das ist jetzt zu viel und hat den Bot löschen wollen. Die Sekretärin ist, also ist Selbstmorde entstehen, weil Leute Tamagotchis gelöscht haben. Und das ist alles total primitiv. Jetzt stell dir vor, da draußen ist ein Wesen, was absolut perfekt ist, was zuvorkommt ist. Die müssen ja nicht alle böse sein, die Cyborgs oder die Transhumanisten. Und trotzdem wird eine Bindung zwischen dir und dem entstehen, die vielleicht schlecht sein kann oder von vielen Menschen. Und was das Thema ist, müssen wir uns auch angucken. Was macht es mit der Psyche? Wir haben das, hast du in dem Vortrag ja gesagt, Nadine, dass Sophia, der erste Roboter, musst du dir auch unbedingt anschauen, dass der sogar eine Staatsbürgerschaft oder sowas bekommen hat. Das heißt, das sind alles, wir agieren menschlich, was wunderbar ist auf Maschinen, was weniger wunderbar ist. Und das hat mit dem Selbstwert zu tun, das ist ja das Problem. Weil unser Selbstwert seit der Kindheit gebrochen ist, aufgrund dessen, dass man uns ja von diesem ganzheitlichen Bewusstsein wegbringt, haben wir ein mangelndes Selbstbewusstsein. Das bedeutet, wir brauchen immer Feedback von außen. Wir brauchen immer Menschen, die uns sagen, wir sind schön, wir sind gut, wir sind wertgeschätzt und so weiter. Und ich habe das auch im Vortrag gesagt, es gibt
Gerade in Amerika ist das sehr verbreitet. Man kann sich für viel, viel Geld, für Hunderttausende von Franken, kann man sich junge Frauen, also Computerfrauen oder Computermänner, also ich habe da einen Film gesehen von älteren Damen, die sich jüngere Computermänner gekauft haben. Und die sagen dann natürlich immer im richtigen Moment, immer das richtige Feedback, das richtige Kompliment, die werden nicht älter und so weiter. Und das sind einfach Menschen, die so weit von ihrer Seele entfernt sind, weil sie ständig vom Außen ein positives Feedback brauchen und nicht mal mehr in der Lage sind, in einen natürlichen Austausch zu gehen. Und das macht natürlich abhängig, weil mit Menschen zusammen sein, das ist nicht immer einfach. Menschen sind auch emotional, machen mal Fehler und so weiter. Und diese Vertreter dieser also diesen künstlichen Intelligenzen wollen uns ja eigentlich verführen damit, dass das eine perfekte Welt ist. Und das sieht am Anfang so aus, aber das ist eine Welt immer mehr weg von unserem Herzen, von unserer Seele und so weiter. Ich habe beim Podiumsgespräch auch gesagt, es gibt auch also gerade im asiatischen Bereich so viele Gummipuppen-Bordelle, die laufen super gut. Also da hat man 1000 Gummipuppen, die man sich aussuchen kann. Jetzt können wir sagen, ja, das ist ja gut, da müssen sich junge Männer oder Frauen nicht mehr prostituieren. Aber wo kommen wir dann dahin? Also, dass es uns nicht mal mehr darum geht, um einen seelischen Austausch zu haben, sondern wir sind einfach so weit weg zum Teil von uns, dass wir in dem Sinn nur noch im Außen konsumieren möchten und etwas ausbalancieren möchten, was wir in uns nicht haben. Und es ist wichtig, dass wir wieder in diese Selbstliebe zurückkommen. Eben, und das kommen wir, indem wir uns wieder ganzheitlich sehen und auch sehen, dass wir Engel, dass wir Lichtwesen sind in einem materiellen Körper, dass wir verbunden sind mit verschiedenen Welten, die zu uns sprechen. Und dann ist das gar nicht mehr in unserem Bewusstsein, dass wir solche Dinge überhaupt nutzen. Und deshalb, all diese Digitalisierung kann ja nur greifen, weil der Mensch sich immer mehr von sich selbst entfernt hat. Und jetzt geht es darum, eben umzukehren und wieder in die Liebe und Einheit zurückfinden, die wir wirklich sind in unserem Ursprung. Das hast du schön dargestellt. Bevor ich auf die nächsten Fragen eingehe, wollte ich dich noch bitten, wenn diese Themen dich interessieren, wird eine Aufzeichnung hiervon geben auf dem YouTube-Channel. Abonniere bitte den Kanal und drücke die Glocke und unbedingt beim Shift-Up-Kongress mitmachen. Ja, da werden wir noch viel, viel mehr genau über diese Tools bringen, wie du eben wieder in dein Bewusstsein, in die Liebe kommst, wie du genau stark wirst dafür, was auf uns zukommt. Der Shift Up Online-Kongress. Übrigens habe ich da auch die Nadine interviewen dürfen. Es war ein wunderbares Interview, wo es um den multidimensionalen Kosmos geht. Auch mal, seit ich Armin Risi kenne, mein Lieblingsthema. Und da gehe ich jetzt gleich auf die nächste Frage. Also, was passiert mit der Seele? Wahrscheinlich meint diese Frage, was passiert mit der Seele, wenn ich mir einen Chip einsetze, wenn ich mir ein Interface ins Hirn setze oder sonst was? Ich sage mal kurz, wie ich das wahrnehme und dann kannst du noch sagen, wie du das wahrgenommen hast. Aus meiner Erfahrung ist es so, und der Witz ist, diese Erfahrung gibt es im Hyperraum, im multidimensionalen Raum ständig. Also in anderen Ebenen ist das was ganz Normales, auch Implantate und andere Dinge. Aus meiner Perspektive ist es so, dass die Seele sowieso, die ist unzerstörbar. Punkt. Ja? Also das mal grundsätzlich. Trotzdem ist es so, dass du ziemlich lange in so einem Dämmerzustand hängen kannst und Zeit ist relativ, kann man auch sagen, okay, aber auch nur relativ aus der göttlichsten Perspektive, aus deiner menschlichen oder aus feinstofflichen Ebenen kann Zeit schon etwas länger sich anfühlen. Letztendlich ist alles heilbar. Das ist erstmal die grundsätzlich wichtigste Sache. Alles kann geheilt werden. Die schlimmsten Implantate, schrägsten Geschichten, die ständig passieren, kann man teilweise in sofort auflösen und heilen.
Das ist die sehr gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ob das mit deinem Seelenplan übereingestimmt hast, wenn du dir ein Interface reingesetzt hast oder nicht, wage ich zu bezweifeln. Und dann kann es sein, dass du dir selber Schuld gibst, dass du selber nicht zufrieden bist mit dem, was du getan hast und selber länger auf dem Weg bist und mehr Leid und mehr Vergebung produzieren kannst, beziehungsweise mehr vergeben darfst. Das ist meine Sichtweise. Wie ist deine? Also ich finde das Beispiel jetzt noch schön, weil nicht, dass wir denken, das muss so anstrengend sein, sich zu erweitern, sondern es geht schlussendlich um Beziehung zu der göttlichen Kraft. Dass wir in Beziehung treten mit der göttlichen Kraft, das bedeutet in Beziehung treten mit uns selber. Und dann werden sich diese Tore von alleine öffnen. Das ist wie eine Hingabe. Das ist wie ein sich einlassen auf eine Beziehung und sich verbinden mit sich selbst und mit Gott. Und dann werden diese Türen Schritt für Schritt geöffnet, und aber auch immer so, dass die Seele oder das Herz mitkommt. Weil nicht jeder Mensch, das ist das, was Leander gesagt hat, nicht jeder Mensch hat den gleichen Seelenplan. Also nicht jeder Mensch muss tausende von Türen offen haben, sondern es werden sich dann diese Türen öffnen, die für uns wichtig sind, um unser Potenzial und unsere Lebensaufgabe hier auf der Erde leben zu können. Und ob man jetzt für tausende Menschen da ist oder einfach für zwei Menschen, das ist vor dem göttlichen Himmelszelt, macht das keinen Unterschied. Wichtig ist, dass wir uns öffnen, dass wir Freude haben an dem, was wir tun. Also die Freude ist auch ein Türöffner in die geistigen Welten und auch ein Türöffner in die Heilung und in das Auflösen der Fremdmanipulation. Weil viele Dinge tun wir ja einfach eben, haben wir vorher auch gehört, was der Nachbar macht oder die Freundin oder die Medien uns erzählen und so weiter. Und schlussendlich geht es darum, wieder in Beziehung zu treten mit sich, mit der Natur, mit der göttlichen Kraft. Und dann können diese dunkle Machtelite kann dann gar nicht mehr wirklich diese Spiele mit uns spielen, die sie tausende von Jahren mit uns gespielt hat. Die Frage ging noch in so eine Richtung, wenn sich jetzt jemand ein Implantat eingefangen hat oder sich transhumanistisch verändert hat, was ist mit seiner Seele? Das war noch eine Frage. Wir können diese Chips zum Beispiel oder Implantate können wir auch selber entfernen. Also auch da ist es, oder? Viele Menschen kamen ja seit Jahren zu mir in die Praxis, dass ich ja gewisse Störfelder entstöre. Und ich tue das natürlich, aber ich zeige den Menschen auch immer, wie sie das selber machen können. Weil jeder weiß, wie man etwas aus der Haut, etwas Kleines entfernt. Und so ist es auch mit diesen Implantaten. Wenn wir ein Störfeld fühlen im System, dann ist das wie eine verhärtete Stelle, wie eine Energie, die nicht mehr fließt und die gewisse Frequenzen ausstrahlt. Und wir können lernen, diese Störfelder in uns wahrzunehmen und dann auch die geistige Welt um Hilfe bitten, um die richtigen Werkzeuge zu bekommen, um diese Störfelder zu transformieren. Und umso weniger Störfelder wir haben, umso mehr sind wir in Verbindung mit unserer Seele oder mit unserem Herzen. Und umso mehr Fremdmanipulation an uns klebt, umso mehr sind wir wie in einem Vakuum oder wie in einem geschlossenen Raum. Aber das heißt nicht, dass die Seele wegen dem jetzt gefangen ist, aber dass sie ist in einem Bewusstsein gefangen. Es ist so wie eine Zwangsjacke, könnt ihr euch das vorstellen. Aber das Schöne ist, wir haben jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde haben wir die Möglichkeit, aus dieser Zwangsjacke herauszukommen. Und wie? Indem wir uns mit der göttlichen Kraft verbinden und erkennen, dass es keine größere Kraft gibt wie die göttliche Kraft. Kein Computer, kein System, nichts. Das ist der höchste Arzt oder die höchste Quelle, die es gibt. Also Arzt meine ich nicht damit, dass die Ärzte nicht gut sind, sondern es ist einfach die stärkste Kraft, die es gibt. So möchte ich das sagen.
Genau, also letztendlich sind Implantate und diese Dinge auf feinstofflichen Ebenen ja was sehr Normales, ja, permanent eigentlich. Ich glaube, aber das würde ich dich gerne fragen, wie deine Wahrnehmung ist, dass mindestens 70% der Menschen Implantate auf feinstofflicher Ebene haben. Ja, wahrscheinlich sogar mehr. Wie siehst du das? Ja. Es ist einfach so, dass wenn zum Beispiel Menschen zu mir jetzt in die Praxis kommen oder auch in meinem privaten Umfeld, ich sage nicht, du hast da ein Implantat, weil das ist meistens den Menschen zu viel. Sondern ich sage auch vielmals nichts, wenn ich nicht gefragt werde. Weil ich finde, das ist auch wichtig, dass man die Grenzen der Menschen ja nicht übertritt. Aber wenn mich jemand fragt, dann sage ich vielmal, hier ist ein Störfeld. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu entstören. Also ich nenne das zum Beispiel auch Energiearbeit oder so. Weil viele Menschen, die sich mit diesen Themen noch nie befasst haben und die hören dann Implantate und da und da und da, dann sind die überfordert und machen ihr System zu und bekommen dann noch mehr Angst, weil sie ja gar nicht verstehen, was wirklich bei ihnen los ist. Und da ist wichtig, dass wir immer schauen, wo ist der Mensch, in welchem Bewusstsein ist er da, und dementsprechend dann die Sprache oder die Form finden, die dann für diesen Menschen geeignet ist. Das ist sehr schön, das finde ich gut, wie du das gesagt hast. Das ist genau das, was ich vorhin auch meinte, mit dem sich damit auseinandersetzen, auch mit dem, was auf uns zukommt. Je normaler das für dich wird, dass wir multidimensionale Wesen sind, dass es alles gibt, was du dir vorstellen kannst im Universum, in allen Ebenen, alles, je weniger kommst du in den Stress und je mehr kannst du offen damit umgehen. Und gerade dieses, auch ein Implantat ist eigentlich nur so rauszuziehen, fertig, dann ist es weg. Ja, also ist dieses, was sie uns immer einreden wollen, dieses, es muss so stark und es ist Schwüre und Flüche und all diese Dinge, ja, das sind alle so auflösbar. Das ist total wichtig, glaube ich, zu verstehen. Das ist alles nicht schlimm aus einer göttlichen höheren Perspektive. Das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Ja, und das ist ja eben genau das, Leander. Das ist diese Identifikation. Oder die Menschen identifizieren sich mit Glaubenssystemen. Und das wirkt, das sind wir uns gar nicht bewusst. Also, und es geht ja jetzt darum, sich zu lösen von diesen Programmierungen. Weil was wir denken, das hat eine Wirkung. Und sich gar nicht mehr zu fest identifizieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt was sehe, dann sage ich nicht, ich bin das, sondern ich nehme es einfach wahr, ich schaue, was kann ich damit tun und verändere es. Aber die Identifikation macht es zu so schwierigen Implantaten, sage ich jetzt mal. Weil wir nähren ja ständig mit unserem Denken diese Felder. Und wenn wir uns da einfach mal einen Schritt zurückgehen und diese Felder sehen, die sind zwar da, sie nicht bekämpfen, sie aber auch nicht ignorieren, sondern sie erkennen und dann um die Hilfe bitten, diese Felder im Licht zu transformieren. Und dann werden wir Erfahrungen machen, dann, das sind eben diese mystischen Erfahrungen. Und jeder von uns kann die haben, jeden Tag. Ein bisschen, also spiegelt sich in allen Ebenen immer alles ab. Das heißt, wenn du ganz klassisch auf der Welt in der Natur bist, dann kannst du Zecken haben. Das ist auch eine Implantate, Zecke. Ja? Was gibt es noch für Dinge, irgendwelche Viecher, die ist nicht schön, die nicht reingehen. Die kann man alle meistens, oder Bandwürmer oder was weiß ich. So ähnlich kann man sich das auch mit feinstofflichen Implantaten und eben auch mit jetzt grobstofflichen Implantaten, was Transhumanismus letztendlich ist. Und es gibt all diese drei Ebenen gibt es schon seit Millionen Jahren. Die gibt es schon immer. Vielleicht nicht auf der Erde, hier und jetzt, aber in anderen Ebenen eben schon sehr, sehr lange. Jetzt eben nochmal ganz klar die Nachricht, die auch Armin immer verbreitet hat. Lass dir einfach keine Chips einpflanzen. Lass dich einfach nicht impfen, wenn du nicht ein ganz klares Herzensja dazu hast. Ja? Dann sagst du nein. Denn in den alten Prophezeiungen wurde immer genau davor gewarnt und wurde gesagt, in dem Moment sollst du Stopp sagen. Kannst du sagen, ich bin ein freier Mensch, ich agiere frei. Und
selbst wenn irgendwas passieren sollte, du bist geschützt, du wirst unterstützt. Und ich glaube auch, dass selbst wenn eine Impfung passieren würde, eine Zwangsimpfung, die ja vor der Tür steht, gibt es Möglichkeiten, die auszuleiten? Gibt es Möglichkeiten der Heilung? Wird es immer geben? Und trotzdem sollten wir das nicht mitmachen. Wie siehst du das? Ich finde das ein sehr gutes Beispiel, um eben wieder dieses Thema auf verschiedenen Ebenen zu belichten. Also das Interessante ist ja, dass so viel Geld genau in diese Impfstoffe investiert werden. Also ich finde das noch extrem. Also das ist schon wichtig, dass wir das auch sehen. Warum wird so viel Geld in diese Industrie reingebuttert? Ohne jetzt da in eine Abwehrhaltung zu gehen. Aber einfach mal sich das bewusst zu machen. Es gibt immer Menschen, die in solchen Situationen die Leidtragenden sind und andere profitieren. Also das ist einfach wichtig, dass wir das erkennen. Jetzt, da ist es genau richtig, was Armin sagt. Oder jetzt können wir entweder in die Opferrolle gehen und sagen, was die alles mit uns machen. Und dann bekommt die Zelle, wird wie geschwächt und überzeugt sich oder verdichtet sich. Und dann hat natürlich so ein Impfstoff viel mehr negative Energie. Das ist ja genau gleich wie beim Corona, oder? Also schlimmer wie der Virus selber ist die Angst. Das ist das Schlimme oder das Gefährliche. Und genauso ist es mit diesem Impfstoff. Also ich bin ein Mensch, ich sage mir immer, ich mache das Beste aus allem, was da ist. Und wenn wir da einfach eben in diese Selbstermächtigung gehen, in diese Selbstverantwortung, in diese Erkenntnis, dass wir multidimensionale Wesen sind, dann können wir unsere Zellen mit Licht komprimieren. Es gibt auch wie so Lichtliquid, das wir uns geistig vorstellen können. Das kann sich jeder so vorstellen, wie er möchte. Da gibt es auch nichts Falsches, was wir machen können. Indem wir einfach diese Energie nutzen, um uns damit zu durchlichten. Und dann kann so ein Impfstoff oder ein Virus gar nicht wirklich sich in eine negative Energie drehen. Das heißt aber nicht, dass es nicht Bewusstsein braucht in Bezug auf den Virus oder in Bezug auf den Wirkstoff. Aber wie wir damit umgehen, das führt uns in die eine oder andere Richtung. Aber das bedeutet, auch wenn jetzt ein Mensch eine Impfung nicht verträgt oder trotzdem ein Virus bekommt, heißt ja nicht, dass er einfach etwas falsch gemacht hat. Da geht es nicht um Urteilung, sondern es geht darum, dass wir uns bewusst sind, dass wir einfach eingebunden sind in das, was uns passiert. Und das bedeutet aber nicht, wenn es jetzt, also ich möchte einfach dieses Beispiel bringen, ich hatte schon Menschen in meiner Praxis, die haben wirklich alles gemacht. Sie waren gläubig, sie haben sich mit dem Licht verbunden und so weiter. Und trotzdem hat ihr Körper immer wieder in eine andere Richtung gearbeitet. Und dort müssen wir auch berücksichtigen, dass auch jeder Mensch einen Seelenplan hat. Und da können wir nicht einfach eingreifen, aber wir können trotzdem das Beste daraus machen und immer kämpfen, den Mut haben, also kämpfen im positiven Sinn, einfach die Hoffnung nicht aufgeben und uns immer wieder für das Gute entscheiden. Das ist einfach wichtig. Oder dass es nicht so Heilversprechen sind. Ja, wenn man sich mit dem Licht auffüllt, dann kommt alles gut. Das möchte ich nicht sagen. Aber wenn wir das Licht zulassen, dann spüren wir die Kraft, dann spüren wir das Göttliche, dann spüren wir die Zuversicht, dann spüren wir, dass wir ein Teil des großen Ganzen sind. Und dann vertrauen wir auch, dass was auch immer passiert, dass wir darin begleitet und beschützt sind. Und für mich ist genauso wichtig fast die Beziehung zu Mutter Erde, weil der Technik entgegen, es heißt ja immer Technik und Natur. Und was ich immer wieder feststelle ist, wenn ich zu lange vorm Computer sitze, was durchaus häufiger mal passiert, durch meine Arbeit, am schnellsten kann ich mich wieder selber spüren, meinen Körper wahrnehmen, indem ich barfuß auf der Erde stehe.
Das ist total simpel und extrem effektiv. Es gibt, glaube ich, fast nichts, was effektiver ist als nackte Haut an der Natur, an Bäumen. Und jetzt kam gerade noch die Frage, wie gehe ich mit den Nanobots um, die in den Impfstoffen enthalten sein wird? Also damit, weil nicht alle wissen, was Nanobots sind, das sind im Prinzip winzig kleine robotermäßige oder elektrische Dinge, die was können, die Leute sich eben ins Blut spritzen, damit das Blut automatisch gereinigt wird und sowas. Und sowas wird auch in Impfstoffen enthalten sein, in welchen und auch immer, das ist Spekulation. Und auch da ist es so, einerseits, es ist noch lange nicht gesagt, dass du geimpft wirst. Punkt. Du bist ein absolut großartiges, göttliches Wesen und hast viel mehr Macht als alle zusammen, wenn du richtig angebunden bist. Das ist der erste Punkt. Aber wenn es so ist, dass du gerade in der Situation, weil das darf man auch nie vergessen an der Geschichte, ich erlebe immer, dass die Menschen sagen, ja, aber ich bin das so, aber ich bin nicht immer angebunden. Und es geht mir auch so, wenn ich stundenlang vor dieser Kiste hier sitze, dann kann es sein, dass ich mich nicht wie ein großes, göttliches, angebundenes Wesen fühle, sondern wie eine Maschine, der den ganzen Tag irgendwas gemacht hat. Dann bin ich aus meiner Mitte gefallen. Das ist eine Realität, mit der wir in unserem Arbeitsalltag zu tun haben. Das muss ich ganz klar auch anerkennen. Und da ist mein Tipp wirklich, verbind dich so tief, wie es irgend geht mit Mutter Erde und die wird dir wie ein wärmendes Gefühl geben. Die Steigerung davon sind Schwitzhütten. Geh in eine Schwitzhütte, nackig mit Feuer, das ist ein uraltes Ritual. Oder leichtere Version, geh in den Wald, am besten alleine und mal mindestens eine Stunde mit einer Pflanze in Kontakt gehen. Am besten 2 Stunden. Nichts anderes. Mag für manche eine Challenge sein, geh eine Stunde mit einer Pflanze in Kontakt. Das ist der Hammer. Und danach bin ich mir sicher, wirst du keine Angst mehr haben. Du wirst wie grün gesprüht sein und dann werden auch keine Nanobots und irgendwas lange in dir existent sein können. Die werden dann rauseitern oder was weiß ich. Also ich finde das ganz schön, was du gesagt hast, weil zum Beispiel ich gehe seit meiner Kindheit, ich gehe jeden Tag in den Wald, jeden Tag. Und ich mache das auch so, dass ich dann barfuß auf Moos stehe. Also das Moos hat eine entstauende Energie. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Zellen wie eine neue Struktur aufbauen können, die sich dann wie die gewisse Frequenzen wieder ausleiten können. Aber ich möchte einfach nicht anderen Menschen das Gefühl geben, wenn es ihnen nicht gelingt, sofort, dass sie dann etwas falsch machen. Das ist mir einfach wichtig. Aber ich für meine Erfahrung habe so viele Dinge in mir geheilt. Also ich habe so ein großes Gottvertrauen und deshalb kann ich das absolut bestätigen, was Leander gesagt hat. Oder jetzt auch zu dieser Frage. Also in der Natur, das ist so schön, was da möglich ist. Und wichtig ist einfach immer auch sich bedanken. Also nicht einfach, ja, ich gehe jetzt mal in die Natur und konsumiere da ein bisschen, sondern wirklich auch sich bedanken bei den Bäumen, bei den Pflanzen, beim Moos, bei der Mutter Erde. Und über die Dankbarkeit geben wir dann wieder so viel zurück. Und durch diese Beziehung, da ist so viel Heilung möglich, die habe ich persönlich erfahren und bei Tausenden von Menschen. Und das Schöne ist, umso mehr Menschen diese Heilung erfahren, umso stärker ist das kollektive Netz. Das bedeutet, das ist wie ein Netz, das sich um die ganze Erde aufbaut. Und umso weniger haben diese negativen Energien dann wirklich Macht, sich in den nächsten Jahren durchzusetzen. Das ist ja das Schöne. Wir tun es für uns, für die anderen Menschen, aber auch für die ganze Erde. Das war schon ein gutes Schlusswort, weil wir sind schon lange drüber. Vielleicht, wenn du noch eine Frage hast, dann stell sie jetzt noch. Eine würden wir, glaube ich, noch reinnehmen, wenn das gut für dich ist, Nadine. Mhm. Ja. Was gerade noch im Chat diskutiert wurde, was überhaupt nichts mit Transhumanismus und sonst was zu tun hat, aber das möchte ich einfach nochmal unterstützen. Ja, es ist jetzt die Zeit gekommen, um selber für sich Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt auch zum Beispiel Anbau. Alle sollten wieder anfangen, irgendwie Gemüse anzubauen, Garten
und wenn es nur auf einem kleinen Balkon so schräg gebaut ist, wieder anfangen, Verantwortung für deine eigene Ernährung zu übernehmen und zu gucken, wie kannst du in Gemeinschaften leben oder wie es auch immer Gemeinschaft heißt. Ich glaube, es ist ganz simpel. Wir haben die Möglichkeit, jetzt endlich diesen Arschtritt zu kriegen, zu sagen, wir gehen zusammen, wir wohnen in Gemeinschaften, wir produzieren unsere Sachen selber oder eben in einem CSA zum Beispiel, also in einem Bauern, den man einbindet. Wasserversorgung macht dich einfach unabhängig von dem ganzen System, soweit es irgendwie möglich geht. Und es ist nicht möglich komplett, klar, jetzt nicht, aber jeder Schritt dahin ist, kannst du feiern, ist ein guter Schritt. So, aber das war ein ganz anderes Thema. Welche sinnvollen Anwendungen gibt es aus eurer Sicht für die KI, also künstliche Intelligenztechnologien generell? Magst du da mal starten mit? Oder soll ich loslegen? Also ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Okay, welche sinnvollen Anwendungen es für künstliche Intelligenz gibt? Was ist der Segen, mal unabhängig von dem Arschtritt? Ja, also zum Beispiel, was ich eine ganz schöne Möglichkeit finde, sind zum Beispiel Prothesen. Also gerade dass Menschen, die Prothesen, dass sie zum Beispiel laufen können oder gewisse Körperteile wieder bewegen können, solche Sachen oder Ökonomen. Künstliche, es ging um künstliche Intelligenz, nicht nur um Technologie, sondern speziell um künstliche Intelligenz. Mhm, ja, also zum Beispiel Wasserversorgung, Stromversorgung und so weiter. Es gibt schöne Möglichkeiten, die man da nutzen könnte. Also sicher nicht etwas, was unser Bewusstsein einschränkt oder uns einfach etwas abnimmt, sondern etwas, das ergänzend ist, das etwas erweitert. Ja, und letztendlich ist es ja auch so, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass viele Prozesse, für die sind wir Menschen auch gar nicht geschaffen. Ja, also irgendwie einen ganzen Tag vorm Computer zu sitzen oder irgendwie Steuerberater irgendwelche Sachen zu buchen. Also es gibt unheimlich viele Dinge, wo es gut ist, wenn das eine Maschine übernimmt, solange wir diese Dinge überhaupt noch brauchen. Ich glaube tatsächlich, dass wir im nächsten Evolutionsschritt das ganze Ding überhaupt nicht mehr brauchen. Aber in dem, wo wir gerade in der Industrie, in dem Industriezeitalter, Digitalzeitalter hingekommen sind, haben wir unheimlich viele Jobs, die völliger Blödsinn sind, die Lebenszeitvergeudung sind. Und da kann künstliche Intelligenz uns definitiv unterstützen im Moment. Ja? Also Steuerberater braucht kein Mensch. Ja? Tut mir leid, dass ich das sage. Ich liebe meine Steuerberaterin, aber es ist Blödsinn. Und viele Bürotätigkeiten sind durchaus, vielleicht auch irgendwelche Bank- und Krypto-Geschichten, da ist künstliche Intelligenz gut. Alles das, wo es ist so ähnlich wie in anderen Bereichen auch, alles das, wo es um Ethik geht, wo es darum geht, dass Menschen fühlen müssen, ist die Fehler am Platz, das ist meine Meinung. Ja? Natürlich sagen die Verfechter, dass selbst Richter sollen ja abgeschafft werden. Die künstliche Intelligenz wird ja 90%, sage ich mal, der Jobs übernehmen können. Ob es das Gute ist, ist eine andere Frage. Ich halte sie in vielen Bereichen trotzdem schädlich, zum Beispiel Forstwirtschaft. Das kriegen wir jetzt sowieso noch nicht hin mit unserer Forstwirtschaft, dass irgendwie energetisch gefühlt wird, wo kann ich Bäume rausnehmen, wo soll ich welche reinsetzen, das passiert sowieso nicht. Aber mit künstlicher Intelligenz ist das völlig weg, das Thema. Empathie mit Dingen. Insofern denke ich, ganz wenige Bereiche nur dort, wo es wirklich nur um Verwaltung geht, wo es nicht um Fühlen geht, wo es nichts mit Mutter Erde, nichts mit Gesundheit. Logistik wäre definitiv bestimmt auch ein guter Punkt, oder? Ja, oder dass man sie vor allem auch in ärmeren Ländern einsetzt, oder? Das ist einfach, weil es gibt ja Länder, das vergessen wir. Ich meine, jeder hat Angst vor dem schnellen Tod vor Corona, aber dass irgendwie 15.000 Kinder an Hungersnot sterben jeden Tag, das vergessen wir vielmals. Und dass wir zum Beispiel künstliche Intelligenz genau für solche Länder und eben auch ärmere Menschen einsetzen und nicht eben in Militär und irgendwelche Dinge investieren, um einfach noch
oder in Industrien zu investieren, wo es einfach darum geht, noch mehr Geld zu machen, noch schneller, noch mehr Profit. Und das führt immer auf der einen Seite natürlich zu mehr Erfolg und auf der anderen Seite müssen Menschen, Länder, Tiere und so weiter einfach darunter leiden. Also dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um dieses Ungleichgewicht eben wieder auszubalancieren. Aber meistens wird ja es nur in eine gewisse Richtung genutzt. Und davon dürfen wir jetzt wegkommen, dass eben auch dieses Ungleichgewicht auf der Erde sich immer mehr ausbalanciert. Gut, ich hoffe, dir hat dieser Talk Spaß gemacht oder hat dich zumindest angeregt, mehr darüber nachzudenken, mehr reinzugehen, was da auf uns zurollt. Ich kann dir nur so viel sagen, es ist schon viel, 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 viel mehr im Gange, als du dir vorstellen kannst. Ich bin jemand, der da sehr realistisch sagt, dass, glaube ich, dass das eine Realität wird, die wir nicht nur in anderen Ebenen haben werden, sondern auch in der 3D-Welt. Und das Beste, damit umzugehen, ist einerseits natürlich die Sinne zu schärfen, die diese Wesen oder diese Dinge nie haben werden und andererseits die Angst vor der Technik auch rauszunehmen, weil was immer aufgebaut wird, ist diese Hypermöglichkeit. Ja, die Technik kann alles und überall und all das. Das heißt, die spielen ja auch mit der Angst. Und da einfach zu sehen, okay, du bist so mächtig, du könntest theoretisch mit einem Laserstrahl aus deiner Hand alle Nanobots in deiner Umgebung rauskillen. In diesem Sinne war das mein Schlusswort. Möchtest du bitte noch was sagen? Ja, und einfach auch mehr Respekt vor sich selber, mehr Respekt vor anderen Menschen, mehr Respekt vor der Welt. Und das gibt uns die Kraft, diese Dinge zu verändern. Vielen herzlichen Dank, Nadine. Und danke, dass du dabei warst. Ich bitte dich noch, wie gesagt, beim Shift-Up-Kongress, teile diese Informationen. Beim Shift-Up-Kongress wird Nadine auch noch ein tolles Interview geben. Und wir werden noch einen weiteren Livestream haben oder sogar zwei. Nächste Woche am Sonntag wird Martin Zoller mit im Stream sein. Da geht es um Prophezeiungen oder um das zu erkennen, was Wahrheit ist. Und dann werden wir noch übernächstes Wochenende eine ganz tolle Vorpremiere haben mit Dr. Daniele Ganser. Da geht es darum, Achtsamkeit und die Kriegslügen und die Lügen und der in Verbindung zu bringen. Wie schaffst du es, achtsam zu bleiben, wenn es um diese harten Themen geht? Also übernächstes Wochenende Dr. Daniele Ganser. Vielen Dank, Nadine, dass du Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei warst und ich würde mich über einen Daumen hoch oder irgend sowas Social Media mäßiges freuen. Danke dir. Tschüss.